Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu The Sims 4 und die Arkham Asylum Challenge. So Kind, was hast du vor? Du willst tanzen. Okay, das ist schon mal das richtige Stockwerk und ich möchte gerne auf jeden Fall. Ich möchte gerne. Ich weiß auch nicht, was ich gerade möchte. Eigentlich möchte ich gerne nichts verfassen. Na, komm mal hoch. Komm mal bitte hoch. Kann ich jetzt? Hä? Witz erzählen. Ja, mach das mal. Du wolltest doch auch, genau, einen erfolgreichen Witz erzählen. Okay, jemanden erschrecken wolltest du auch noch. Mit Pamela flirten. Okay, das pinne ich mal an. Warte mal, wo ist Pamela? Hier unten. Mit Pamela flirten. Warte mal. Das können wir ja mal probieren. Ich glaube zwar nicht, dass Pamela das mag, aber ist auch völlig egal. Jo. Wieso kann ich hier nichts mehr verbessern? Bin ich jetzt falsch? Bin ich jetzt total falsch? Verbessern. Oh, ich kann den Computer verbessern. Oh, Level 8. Level 9. Level 9. Na, schade, das können wir leider noch nicht. Das ist ja doof. Ja, dann verfasse halt einen mittleren Auftritt. Boah! Ali, weißt du, die Frau ist so gut geworden inzwischen. Musst du doch nicht dauernd hier rumbuhen. Ey, fühlt euch alle nicht wohl, ne? Ich weiß. Ich weiß, ich weiß. Ja, seht ihr, so schlecht war das jetzt doch nicht, ne? Okay. Kriegst du das noch hin, mit Pamela zu flirten nebenbei? Man weiß es nicht. Wir schleppen uns auf Level 8 zu, ihr Lieben. So, hier unten wird gekocht. Pamela haut schon wieder ab. Oh, was? Sie verabscheuen sich jetzt? Warum? Was ist denn hier los mit euch beiden? Blöde Kuh. Brech das mal ab hier mit Dings, bitte. Das breche ich auch gerade nochmal ab. Sie hängt ja hier in ihrem Auftritt irgendwie gerade fest. Ah, Backpfeife. Eine Backpfeife für Harley. Irgendwie stimmt hier mit Harley. Das Verhältnis stimmt hier irgendwie nicht. So habe ich mir das nicht vorgestellt, weil ich Harley eigentlich sehr gerne mag. Aber na gut. Witze erzählen. Du machst das ganz schön lang. Wie lang machst du das? Bis ich dir sage, hör auf? Ja, dann mach den Punkt voll. Mach den Punkt bitte voll, Kind. Dann kannst du aufhören. Jawohl! Level 8. So. Kann jetzt am Mikrofoncomputer komponieren. Aha, komponieren. Und lange Comedy-Auftritte vorführen. Dann werden wir da mal gucken. Langen Auftritt verfassen am Computer. Okay. Comedy üben, Auftritt geben. Okay, mit Komponieren sehe ich jetzt hier nichts. Dann werden wir einen langen Auftritt verfassen. Nein, du hörst auf zu plaudern. So, mit deinen Witzen kannst du jetzt auch gerade mal aufhören. Wie sieht es hier hinten aus? Es ist Mittwoch, 20 Uhr übrigens. Würde sie ja auch gerne noch mal wieder arbeiten schicken. So einen Tag mal zwischendurch. Was wolltest du mit Pamela flirten? Ist doch gerade hier hinten. Ja, dann flirte doch einfach mal mit ihr. Pamela, komm mal darüber an den Computer. Flirte mal. Ach, Pamela, jetzt hau doch nicht ab. Ich dachte, sie kommt jetzt vielleicht hier rüber. Naja, sie hat Hunger. Das ist natürlich wichtiger als mit Lala zu flirten. Das verstehe ich sehr wohl. So, Stimmung ist verspielt. Das ist wunderbar. Was möchten wir hier? Witze schreiben. Wie viele Punkte bringt mir das? 25? Okay, naja, mach erst mal weiter.
hier könnten wir dann vielleicht mal inzwischen die Weihnachtsmusik. Nein, nicht nächstes Lied. Winterzauber. Lass uns mal bitte irgendwas anderes hören. Hier, Kinderkanal. Das passt. Der Kinderkanal, das passt genau hier rein, ey. Wie sie hier alle tanzen. Es geht sehr schleppend jetzt hier, ne? Mit dem nächsten Punkt. Oh, war ja. Naja. Komm, mach's fertig. Langen Auftritt, okay. Was hast du denn da? Also eben den Beinahe wäre ich Astronaut geworden, komme den Auftritt zu Ende. Ja, mit Pamela hast du jetzt auch nicht geflirtet, ne? Ach, Pamela. Komm mal her, du. Ich möchte gerne mit dir flirten. Wird doch möglich sein. Du kannst hier mit Lala reden. Du bist echt dicker geworden um die Hüfte rum, ne, Fräuleinchen? Könnte ich grad schwören. So, wird jetzt hier mal bitte geflirtet. Ach so, hat sie jetzt gemacht, oder was? Sie mag es aber. Das hätte ich ja jetzt nicht gedacht. Ja, uno momento. Dann werden wir mal ein bisschen Pamela anflirten. Ach, komm schon. Nee, ist nicht peinlich. Okay, jetzt mag ich es nicht mehr. Ist mir egal. Scheiße. Ach Mann, Pamela, eben hast du es gemocht. Wieso denn jetzt nicht? Ach, du bist ja blöd. Aber sie ist Single, ja, das weiß ich. Ich habe sie ja erstellt. Okay, das war nix. Ach, schade. Schade, das war nix. So, die Frau hat jetzt einige Zeit lang hier Schlafersatz von mir halten. Vielleicht sollten wir sie doch mal wieder schlafen lassen. Aber jetzt sind natürlich alle Betten voll. Wie soll's auch anders sein? Ach, ist ja doof gelaufen. Selina? Selina? Selina, lass mich mal ins Bett. Wenn's geht. Oh, hier sind voll die Geister unterwegs. Die Yamamoto ist da. Edward ist da. Naja, dann viel Vergnügen. Danke, Selina. Nein, Selina, nicht im Bett rumstehen. Warum macht ihr das? Oh Gott. Muss ich jetzt wieder das halbe Asylum umbauen? Damit Selina da aus dem Bett rauskommt? Oh Gott. Das ist doch blöd. Ja, tut mir leid, Lala. Ich muss mal das Bett ganz kurz irgendwo hier hin. So, okay. Moment. Müsste die Dame da mal weggehen vielleicht? könnt ihr mal, Lala, du kommst... Ja, alles klärchen. Dankeschön. So, die Damen verlassen das Zimmer. Wunderbar. Stelle ich das Bett wieder hin. So, hier, komm, vor allem verstecken kannst du machen von mir aus und dann gehst du schlafen. Kommst du jetzt wieder nicht an das Bett? Was ist hier nicht richtig? Oh, Leute. Leute, bitte. Jetzt lasst mich doch nicht dauernd hier das Asylum umbauen. Stell es mal hier hin. So, kannst du jetzt bitte dich vor allem verstecken? Okay. Und dann gehst du schlafen. Sehr schön. Haben wir ihr doch da auch was erfüllt. Selbst erniedrigenden Witz erzählen. Nee, du musst dich nicht noch selber erniedrigen, hör mal. Wie doof ist das denn? Dir geht's ja eh schon gerade nicht gut. Weil du beschämt bist. Oh, hier steht voll das lecker Essen rum. Von Bruce gemacht. Ja, ab in den Kühlschrank bitte. Das muss da nicht rumstehen, Bruce. Du kannst dir das neu aus dem Kühlschrank holen, falls du es essen wolltest. So, na gut. Dann mal schlafen los, würde ich sagen. Hier oben wird auch nur gepennt. Wer ist da? Harley? Sehe ich an den rosa Haaren. Und Oswald ist hier oben. Okay. Ist hier unten wieder was kaputt im Bad? Nee, das Waschbecken, aber okay. Da kann ich mit leben. Da ist auch das Waschbecken nur kaputt. Gut. Selina, wo rennst du hin? Was ist hier los? Wo willst du hin?
Hier, Edward ist schon total stinkig, weil hier keiner um ihn trauert. Redet sie mit Edward? Nee, sie redet mit sich selber. Naja, dann mach halt. Dann mach, was du nicht lassen kannst. So, Donnerstag 14 Uhr müssen wir irgendwie am Start sein. Ja, gut, Leistung haben wir natürlich keine gebracht. Das ist klar. Wir waren ja nicht auf der Arbeit, aber okay. Ist ja nicht schlimm. Immerhin haben wir ein bisschen hier Comedy auf Level 8. Immerhin, immerhin, ihr Lieben. Es wird. Langsam, aber sicher. Jo, hier ist nur das Übliche mal wieder am Start, ne? Putzen, Edward frisst uns alles weg, weil wir auch so viel haben. Hier oben wird geschlafen, okay. Und Selina ist am Tanzen. Na gut. Dann schlaf du dich mal hier ein bisschen aus. Und dann kannst du aufs Klo, in der Hoffnung, dass es da noch funktioniert. Und was essen und ja. Wenn wir das schaffen, dann kannst du dann an die Arbeit. Ah, Menno, es zieht sich jetzt hier wie Kaugummi, ne? Aber okay. Es nutzt nichts. Ich lasse die Madame auch richtig ausschlafen, würde ich vorschlagen. Bevor wir sie dann hier unten aufs Klo schicken. Und dann ist nichts mehr zu essen da. Ach, natürlich ist nichts mehr zu essen da. Warum auch? Wollen wir mal was backen? Guck mal, wir könnten Fertig-Brownies machen. Oder nie? Nee, keine Fertig-Brownies. Wir wollen vielleicht doch was Richtiges kochen. Was nicht so teuer ist. Ich könnte noch mal einen Gartensalat machen, ne? Was Gesundes für euch. Also reich wird man hier bei dieser Challenge nicht, wie ihr seht, ne? Alter, hört doch mal auf, da um die Kohle alle auszugeben. Meine Gott. Oh, der Tantiemenbericht. Alter, sehr schön. Der bringt uns mal wieder über die 1000. Jo, jetzt ist die Anlage kaputt, das war klar. Das habe ich mir gedacht. Lala, wo bist du denn? Sag mal, hatte ich dir nicht gesagt, dass du erstmal aufs Klo gehst? Mal auf da. Ich bin der Meinung, ich hatte gesagt, geh erst aufs Klo. Ja, Bituni, ich weiß, dass du... Geh halt. Du bist doof manchmal, echt. Geh ein bisschen schneller. Die müssen so dringend aufs Klo, ne? Und dann pressen sie die Beine zusammen und kommen kaum vorwärts. Alter, Blasenversagen in 2 Stunden, ja. So, okay. Was haben wir dir? Okay, Oswald, mach das fertig, oder? Haben wir den Wunsch erfüllt, dadurch, dass du aufs Klo wolltest, oder? Oder wie, oder was? Ich habe keine Ahnung. So, was ist hier? Ja, Oswald, mach's jetzt fertig, bitte. Die Frau hat Hunger. Ja, jetzt nimmt sie sich einen Joghurt, natürlich. Ja, dann mach das. Dann nimm dir halt einen Joghurt. Soll mir ja recht sein. Das ist immer jedes Mal hier das Vollgemeinschaftsprojekt beim Kochen, ne? Der eine fängt an, der nächste macht weiter. Dann kommt noch ein dritter. Aber so richtig fertig kriegt es niemand hier. Charisma für Harley. Okay. So richtig fertig bekommt das niemand. Tortillas. Ich hatte doch Gartensalat. Oh, die fangen alles an hier, die Blöden. Komm, Kind. Ja, stell das weg. Mach mal hier das Essen fertig. Also, so dick haben wir es ja jetzt ja auch nicht. Jetzt nimmt er sich wieder die Tortillas. Lieber Gott. Herr, schmeiß Hirn vom Himmel, ne? Nee, nicht wegwerfen. Mach das fertig, blöde Nuss. Oh, bitte, Lala. Das ist anstrengend.
So, jetzt mach bitte den Gartensalat da fertig. Kann ja nicht so schwierig sein. So, genau, ab auf den Teller. Portion hast du dir genommen. Normale Qualität. Gut, ab in den Kühlschrank. Ja, genau. Du musst nämlich zur Arbeit. Ich hätte schon ganz gern, dass du wenigstens ein bisschen satt bist. Kindchen. Iss auf. So schnell kann ich gar nicht vorspulen, wie sie nicht essen will, ne? So, hast du aufgegessen? Können wir jetzt mal wieder zur Arbeit? Oh, wir können mal wieder zur Arbeit, ihr Lieben. Es ist ja nicht zu fassen. Ja, ja, du brauchst hier nicht gelb leuchten. Sie kommt ja. Okay, ich schätze mal, aufsteigen werden wir hier nicht, ne, mit der Leistung. Verspielt ist sie auch gerade nicht. Naja. Okay, dann ihr nicht. So, was ist mit euch jetzt? Ihr steht hier rum wie Pik 7 an der Sonne, ne? Naja, dann macht ihr mal. Ah, hier wird schon wieder geknutscht. Fand Harley jetzt aber anscheinend nicht so toll. So, hier oben ist überhaupt keiner. Okay, das ist schön. Dann brauche ich nur auf diesen beiden Stockwerken hier ein bisschen mitgucken, ne? Wie lange arbeitet die Madame? 22 Uhr, glaube ich. Nee, 20 Uhr, okay. Nur bis 20 Uhr. Okay, okay. Das ist in Ordnung. Ja, Harley wieder ganz allein hier oben. Selina am Pennen. Ja, spiel mal ein bisschen mit ihr, Joker. Genau. Nö, will sie nicht. Gar keinen Bock mit dir zu spielen. Oh wei. Oh wei, ja, ey. Muss ich irgendwas reparieren? Eigentlich nicht, ne? Okay, die Musikanlage ist kaputt. Das ist traurig. Aber jetzt nicht ganz so dramatisch. Dann haben sie halt gerade mal keine Musik hier, die Leute. Das werden die schon überleben. Da kommt Selina angerannt. Ja. Okay. Ja, Brucey, du kennst das schon, ne? Ist nicht schlimm. Du hast es schon ein paar Mal überlebt. Dann wirst du es dieses Mal auch überleben. So, jetzt ist hier auch keiner mehr. Okay, da oben pennt Pamela. Alles klar. Oh, hier. Selina und Bruce vertragen sich wieder. Dafür haben der Joker und Harley irgendwie ein bisschen Beef anscheinend miteinander. Naja. So, Kind ist nach Hause gekommen. Sie hat tolle Arbeit geleistet. Ja, es war mir klar, dass wir da nicht aufsteigen. Auftritt schreiben. Auftritt schreiben. Okay. Dann würde ich sagen, gehst du erstmal duschen. Und vielleicht könnten wir Auftritt schreiben anfangen. Langen Auftritt verfassen. Ja, machen wir. Versuchen wir. Machen wir, versuchen wir. Wo bist du? Da. Alles klärchen. Na, Harley. Alles fit im Schritt. So. Geht die Maus erstmal sich sauber machen. Ja, ja. Und dann wird gleich erstmal oben noch ein bisschen Schreiben angefangen, ne? Für die Tagesaufgabe. Vielleicht schaffen wir es ja und kriegen sie nochmal ein Level höher. Hatten wir nicht Komikerin 5? Hatten wir nicht 6? Nö. Weiß nicht, jetzt bin ich gerade überfordert. Oder ich verwechsele es mit Level 6 Comedy-Fähigkeit. Das mag natürlich auch sein, dass ich da gerade einen Knoten im Gehirn habe. So, Kind, schreib mal deinen Aufsatz. Deinen Auftritt, nicht deinen Aufsatz. Ja, Witz erzählen. Kannst du ja mal versuchen hier irgendwie. Machen wir mal hier einen Klopf-Klopf-Witz nebenbei. Geht das wohl? Jemanden plaudern, Park besuchen, okay. Nebenbei, Kind. Tipp weiter. Ah, oh, da hat sie sich gleich zwei Wünsche erfüllt. Das ist ja super, okay. Comedy-Auftritt geben, ja. Das können wir auf jeden Fall anpinnen. Informationen über Vampire suchen. Nö. Nö. Mach das weg.
Das möchte ich nicht. Das möchte ich nicht. Einen Comedy-Auftritt geben. Das passt mir gut. Auftritt geben. So, dann lass mal gucken. Der ist schlecht. Das ist nicht gut. Der ist auch schlecht. Der ist ausgezeichnet. Mittlere Länge. Aber wir haben ja ein bisschen was hier im Angebot. Ausgezeichnet. Der ist schlecht. Ja, dann nehmen wir den hier nochmal. Der ist ausgezeichnet. Das bringt uns vielleicht auch noch ein bisschen was. Seltsame Wissenschaft-Comedy-Auftritt zu Ende geschrieben. Okay. Es ist hier so nichts los. Okay. Also hier Pensee, alles klar. Also der Trubel ist hier auf der mittleren Ebene, ihr Lieben. Ach, hast du schon fertig? Ah, Witze schreiben. Okay. Aber jetzt musst du erstmal pushen, ne? Pushy machen. Okay, dann Erdbeben. Schon wieder. Witze schreiben. Es wundert mich, dass dieses ganze Haus hier noch nicht irgendwo im Boden versunken ist, ne? Bei den ganzen Erdbeben. Ja, natürlich, jetzt ist sie angespannt. Das verstehe ich wohl, aber vielleicht kann sie ja trotzdem Witze schreiben. So, Auftritt schreiben, geben haben wir abgeschlossen. Das ist schön. Okay. Ja, hier sieht es natürlich jetzt schlecht aus. Naja. Naja, vielleicht kannst du trotzdem mal gerade ein paar Witze schreiben. Mittleren Comedy-Auftritt planen. Mittleren Comedy-Auftritt planen. Sind das dasselbe wie verfassen? Ja, anscheinend, ne? Scheint dasselbe zu sein. Okay, aber jetzt schreibt sie erstmal Witze. Okay, wir gehen auf die 9 zu. Dann muss ich mich gleich erstmal noch um deine Blase kümmern. Dann hast du schon wieder Hunger und dann kannst du schon wieder ins Bett. Ne? Musst du arbeiten? Freitag 14 Uhr. Ja, dann werde ich dich nochmal schlafen schicken. Oder ich hole dir nochmal einen Schlafersatz. Ich bin sehr dankbar um den Schlafersatz im Moment, dass wir sowas hier angeboten bekommen. So, Pamela, da oben. Okay. Mhm. Ja. Erzählt von Lamas. Okay. Und hier unten die zwei Damen auf der Toilette. Alles klar. Und Bruce wankt ins Bett. Na dann. Ja, den Punkt kriegen wir nicht. Ach, schade. Das ist noch ewig weit weg. Na gut. Dann kannst du danach mal aufs Klo gehen. Und dann gucken wir mal, was da noch im Kühlschrank ist, eventuell. Was hast denn du jetzt für Klamotte an hier, Harley? Okay, Fledermäuse, ja, für den Jack. Harley hat irgendwie Klamotte an. Da hat sie sich mal in Schale geworfen. Huch, ja, wenn ich sie sehen würde. Ach, Himmel hilf hier mit der Kamera, echt. Ich krieg Harley nicht ins Target, ihr Lieben. Es ist jetzt. Aha, schicke Klamotte. Gut. Nein, Harley wollte ich aber gar nicht. Ich wollte zu Lala. Ja, du hast jetzt keine Kraft mehr, ne, Kind? Ich verstehe es. Ja, sie nimmt sich jetzt erstmal Futter. Okay. Aber bitte iss es auch. Jetzt, was ist jetzt? Jetzt hast du nichts gegessen. Warte mal, ist nichts mehr drin, ne? Oder doch, ist doch noch was. Ja, ist das. Ist das bitte, Kind? Und dann würde ich dich irgendwo ins Bett schicken. Hier ist nur noch die Kacke am Dampfen überall, ne? Hier. Überall. Es ist unfassbar. Ja, ich würde dich irgendwo ins Bett schicken wollen. Aber natürlich sind ja wieder alle Betten belegt. Ja, wen schmeißen wir denn da mal raus? Mal gucken. Harley. Pamela. Keine Ahnung. Oswald vielleicht. Ich bin mir nicht sicher. Hast du aufgegessen? Fang jetzt ja nicht an, hier aufzuwaschen. Hör mal. Wir schmeißen... Was war denn das jetzt? Wir schmeißen Oswald mal hier raus. Der träumt gerade so schön von einer fernen, einsamen Insel. Das geht nicht. Schöne Träume gehen gar nicht hier. Nein, nein, nein. Müssen wir direkt irgendwas gegen tun. Oswald, aufstehen.
Du, 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 du. Ja, es ist noch ein bisschen Arbeit, ihr Lieben, ihr seht schon, aber wir kriegen es hin, ne? Also ich denke mal, so richtig viele spannende Sachen werden jetzt vermutlich nicht mehr hier passieren. Das ist ja eher ein trauriger Haufen, wie wir hier schon festgestellt haben. Keine Prügeleien, keine Skandale, keine Morde, keine Ahnung was. Naja, dann werden wir jetzt einfach fleißig auf Level 10 hier zuarbeiten, damit das arme Mäuschen hier schnell rauskommt und endlich wieder am normalen Leben teilnehmen kann. Ja, und ich werde jetzt die Folge beenden, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin, eure Trin.